Ich hatte Fragen. Herrin, warum diese Festung? Sie sieht aus wie ein einfaches Lagerhaus. Das ist sie. Und deshalb sind wir hier. Diese Barbaren. Sie sehen aus wie ein nettes Volk. Sie umarmen sich, als wären sie alle verwandt. Aber das ist nur Fassade. Bei Nacht fallen sie mit ihren Messern übereinander her. Wenn es Wölfe unter ihnen gibt. Sollten wir sie nicht loslassen? Nun hatte ich neue Fragen. Fragen, die noch schwerer zu beantworten waren. Katapulte! Haltet die Ramme in Bewegung! Zweifel bedeuten das Todesurteil. Doch Zweifel sind Teil der Aufrichtigkeit. Okay, damit hi, zurück zu vorne. Wölfe unter Schafen heißt die Session. Mal gucken, was wir machen müssen. Keine Idee. Mal gucken, was ich jetzt erstmal wegkriege. Hau ab, du Vogel. Oh! What? Wow, oh, shit. Na gut. Es gab nichts, was ich tun konnte, außer die Ramme zu schützen. Und zu hoffen. So, beschütze die Ramme jetzt aber mal hin. Ramas. Mein Freund. So, den haben wir. Okay, alles gut. Oh, hier stehen. Kommen Sie noch. Wir waren tief hinter den feindlichen Linien. Es gab keinen Weg zurück, nur vorwärts. Beschütze die Ramme, das mache ich doch, Leute. Was ist denn los? Okay, soll ich vielleicht mal hier irgendwo noch ein bisschen rumlaufen? Ne. Ist alles okay. Wir können hier nicht Reicht es? Müssen wir alle wegmetzeln hier. Unglaublich. So. Die auch noch. Zustand der Ramme. Okay, jetzt sehe ich das erst. Soll mal aufpassen. Wodurch geht die kaputt? Durch die Katapulte? Wodurch kommen, tun die Leute hier nicht. Ne? Oder läuft da irgendwie einer durch oder so? Nein, tun sie nicht. Da ist alles gut. Warum geht die Ramme kaputt? Man rafft es nicht. Lass mich mal kurz gucken. Ich laufe. Achso. Irgendwie geht die kaputt. Ich versuche es nochmal. Okay. Wir waren tief hinter den feindlichen Linien.
Es gab keinen Weg zurück, nur vorwärts. So ein bisschen gucken, dass ich hier vielleicht was finde. Beschütze die Ramme. Was ist denn los? Zustand der Ramme. Wodurch geht die denn kaputt? Man geht natürlich irgendwie. Ich gehe mal darüber. Ich guck mal, was der Sache ist. Okay, das habe ich nicht verstanden. Ich dachte, die würden hier alleine laufen. Sorry. Beschütze die Ramme. So, vor wem? Vor ihm hier? Wir dürfen nicht anhalten. Okay, kaputt. Alles gut. Ramme, beschütze die Ramme, echt. What? Ja, komm. Ein Loch, dann ist er weg, oder? Ein Loch, dann bin ich weg. Die Ramme! Haltet sie in Bewegung! Beschütze die Ramme. So, mache ich ja gerne. Ist aber nicht, wo hier irgendjemand angreift. Okay, hier vorne dann halt. Oder? Kann natürlich auch nochmal jetzt dahin hinlaufen, ob da einer fightet. Oh Scheiße. Ich sehe niemanden. Oben drauf oder was? Wie käme ich da hin? Keine Ahnung. Deswegen hacken wir die jetzt erstmal hier alle weg. Der Zustand der Ramme, was ist denn los? Da fightet keiner, wo ist sie denn? Ich kann aber auch nicht rauf, oder? Kann ich da irgendwie rauf? Nö. Doch hier, oder? Ah, okay. Nö. Ja, noch kann ich da nicht rauf.
Katapulte! Okay, beschütze die Ramme. Wo denn, wo denn? Ah, es darf nur niemand hier in diesen Kreis reinkommen. In diesen... Ja, wie soll ich sagen? Haut ab, ihr Vögelchen. So, haben wir sonst noch jemanden? Ne, sie rollt weiter. Wir mussten die Ramme verteidigen, bis wir durchgebrochen waren. Ja, dann mach mal. Also jemand? Ramme aktivieren, okay, mach ich. Ja, gehen wir mal rauf, okay. Gudmunda, der legendäre Jarl der Festung. Komm. Oh. Auf die Beine. Wir waren drin. Das war der Untergang der Wikinger. Aber waren wir nicht genau deshalb hier? Das war nicht die erste Festung, die ich brandschatzte. Warum beunruhigte es mich?
Bringt euren Freund in Sicherheit! Gegen wen kämpfen wir hier? Wir töten Elof Quell! So, weg mit euch, ihr Kröten. Zack. Ups, das natürlich nicht lang. Ja, lasst sie dann jetzt noch niedermetzeln in den Rücken. Sehr schön gemacht. Tolle Idee. Okay, die ballern da rum. Ja, die werden da echt alle weggeschossen. Die Festung von Svarngard war die Heimat einiger der reichsten Wikinger-Clans. Der Handel bringt immer solche Menschen hervor. Nun, ich bin Apollyon. Ich bin hier, um sie zu belehren. Zu lange haben die Ängstlichen unter den Wikingern ihre Lügen vom Frieden verbreitet. Nun endet diese Ära. Jetzt Posten. Na komm. Okay, kaputt. Alles gut. Da müssen wir durch, will ich aber noch nicht. Geh erst einmal hier rum. Kriegen wir kaputt. Okay, so sind wir hier reingekommen, der ganze Hof ist frei, ne? Gut, gehen wir hier rüber. Mädels, auf geht's. Okay, mit den Wölfen muss man natürlich aufpassen. Jetzt gehst du! Na, den guten Wunder. Müssen wir natürlich ein bisschen drauf achten. Komm.
So, weg mit den Doggies. Euer Ruf eilt euch voraus, Gudmunda. Oh shit, man, schon wieder so ein Wolfie. Noch zwei. Muss ein bisschen aufpassen. Na, was habt ihr denn vor, ihr drei von der Tankstelle? Wir müssen diesen Krieg gewinnen. Heute weiß ich, was mich an jenem Tag beunruhigte. Na was denn? Es gibt kein Zurück für uns. Okay, den nehmen wir auch. Oh. Hier ist alles gut. Auf geht's, ne? Weiter, oder? Ich will am Klappern. Wie dir zum Beispiel Stolz! Das ist meine Pflicht. Und komm. Machen wir mal. Ach, da ist er wieder. So, nimm dies und das. So. Ihr habt gut gekämpft. Soll Hel euch holen? Ja. Mercy, warum sind wir hier? Ich glaube, ihr wisst es. Hunger. Hier lagern sie ihr Saatgut,
Es wird keine nächste Ernte geben. Bis zum Winter werden sie sich für die übrige Nahrung gegenseitig umbringen. Ich habe geschworen, für den Frieden zu kämpfen. Und ihr auch. Ihr alle. Tja, das sieht anders aus. Okay, nehmen wir alles mit, oder was? Ja. Oh. Diese Nahrung. Warum verbrennen wir sie nicht auch? Was glaubt ihr, was die Clans tun, wenn wir alles verbrennen? Sie verhungern. Sterben. Sie vereinen sich. Doch wenn noch etwas bleibt, gerade genug für zwei, vielleicht drei Clans, dann werden sie um diese Überreste kämpfen. Und die Wölfe unter ihnen erheben sich. Wir sind nicht hier, um sie auszulöschen. Wir sind hier, um ihnen zu zeigen, wer sie sind. Um sie zu befreien. Gehen wir nach Hause. Okay. Jing Jing Belohnung, okay, noch ein Kästchen, sehr gut. Ah, wir haben nur 2 von 10, das ist echt Wahnsinn, wir gucken uns das alles nicht genau an. Zerbrechlich ist 3 von 5, das geht einigermaßen. Okay, cool, hat Spaß gemacht, mehr beim nächsten Mal, okay? Also, bis dann, ciao.